Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem Video, das ich ursprünglich als 200 Abonnenten-Special geplant hatte. Aber im Endeffekt habe ich mir dann doch wieder anders überlegt, denn das hier dreht sich mal wieder sehr um Harry Potter. Und ich finde, eigentlich sollte mein 200 Abonnenten-Special nicht nur über Harry Potter gehen, denn auf meinem Kanal geht es um mehr als nur darum. Und eigentlich ist es ein Let's Play-Kanal, das sollte man vielleicht an der Stelle nicht unbedingt vergessen. Machen wollte ich das Video trotzdem, denn ich fand die Idee eigentlich ganz lustig, die ich da hatte. Und zwar nennt sich das ganze Jahr The Hardest Harry Potter Quiz You'll Ever Take. Zu Deutsch also das härteste Harry Potter Quiz, das du jemals gemacht hast oder versucht hast. Und ja, da ich natürlich der Meinung bin, dass ich relativ viel über Harry Potter weiß, dachte ich mir, machst du das auf jeden Fall mal. Aber damit es nicht ganz zu langweilig für euch wird, habe ich mir was überlegt. Und zwar habe ich mir die hier dazu genommen. Die nennen sich zwar Busels oder so ähnlich, aber das ist im Endeffekt nichts anderes als Bertie Botts Bohnen mit einem kleinen Extra dazu. Und zwar gibt es hier verschiedene Geschmäcker, die den Bertie Botts Bohnen gar nicht so unähnlich sind. Der Trick an der ganzen Sache ist die Tatsache, dass es zu jedem Aussehen der Bohnen zwei verschiedene Geschmäcker gibt. Entweder es kann gut sein oder es kann schlecht sein. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut sehen kann. Fokussier mal bitte. Dankeschön. Hier könnt ihr das zum Beispiel sehen. Bei dieser Tutti Frutti Bohne hat man entweder stinkende Socken oder man hat halt Tutti Frutti. Oder man hat bei den Grünen gemähtes Gras oder Limone. So, wie ihr also seht, kann ich entweder einen guten Geschmack erwischen oder einen schlechten. Und jedes Mal, wenn ich eine Antwort falsch haben sollte, werde ich mir eine von diesen Bohnen schnappen und egal was ich dann habe, ich muss sie natürlich essen. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze hier verlaufen wird. Ich habe mir schon die ein oder andere Frage angeschaut und ich muss sagen, puh, also die sind echt nicht ohne. Und weil hier so viel Werbungsgedöns drumherum ist, habe ich das nur in so einem kleinen, in so ein kleines Fenster hier gepackt, weil ich nicht wollte, dass ihr mit Porno-Werbung zugemüllt werdet. Ich habe keinen Adblocker drin, deshalb. Fangen wir doch direkt mal an mit der ersten Frage. The hardest Harry Potter quiz you'll ever take. Es ist leider auf Englisch, ich versuche das so gut wie möglich zu übersetzen, also kriegen wir schon irgendwie hin. What fruit must one tickle in order to gain access to the kitchens? Also, welche Frucht muss man kitzeln, um in die Küchen von Hogwarts zu kommen? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also das sind echt Fragen, die sind fies. Die sind richtig fies. Also wir haben die Wahl zwischen Grapefruit, ich glaube, dass das Grapefruit ist, Birne, Orange oder Banane. Aber irgendwie, ich weiß es nicht. Ich muss raten. Ich muss echt raten. Aber ich denke mal, ich nehme mal die Birne, oder? Nehme ich die Birne? Ich traue mich nicht. Ich nehme die Birne. Oh mein Gott, das war richtig. Ha, Schwein gehabt. Okay, nächste Frage. Wie viele Fragen gibt es überhaupt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. What form did Hermiones Boggart take? Also, welche Form nimmt Hermines Irrwicht an? Eine blutgetränkte, bandagierte Mumie? Voldemort, wie er ihre Familie tötet, Professor McGonagall, die ihr erzählt, dass sie in den Examen durchgefallen ist, oder eine große Kobra. Da muss ich übrigens mal kurz anmerken, in dem Film, ich schweife jetzt hin und wieder so ein bisschen ab, aber ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr, in dem Film fand ich es sehr irritierend, dass eine Inderin Angst vor Schlangen hat. Nur mal so am Rande erwähnt. Gut, da weiß ich sogar relativ sicher, dass es Professor McGonagall war, die ihr erzählt hat, dass sie durchgefallen ist. Habe ich mich gut erinnert. Okay. Wobei alles andere eigentlich auch ziemlich fies wäre. Aber gut. What is the correct order of list for listing the Marauders? Ja, da fragen wir genau den richtigen Leute. Moody, Wormtail, Padfoot and Prongs. Wo haben wir das denn? Hier haben wir es. Bäm. Also das war. Das finde ich gut hier. Mischief managed. Das ist halt die Reihenfolge, in der die hier auch auf der Karte genannt werden. Warum da Wormtail an zweiter Stelle steht, fragt mich nicht, aber das ist auf jeden Fall die korrekte Reihenfolge. What is the title of the first chapter of the Chamber of Secrets? Fuck! Da müsste ich vielleicht dazu sagen, dass ich die Kammer des Schreckens. Also, was ist der Titel des ersten Kapitels aus der Kammer des Schreckens?
Das Buch zur Kammer des Schreckens habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr und ich habe es auch seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen. Das heißt, das Einzige, wie ich es wissen könnte, wäre vielleicht über Pottermore, weil ich da ja diese interaktiven Momente durchgegangen bin und die auch immer nach den Kapiteln benannt waren. Aber wir haben jetzt hier die Auswahl zwischen The Worst Birthday, also der schlimmste Geburtstag, Dobby's Warning, Dobby's Warnung, The Borrow. Also The Borrow heißt so viel wie das Ausborgen, das Leihen. Ach so, vielleicht wegen dem Auto. Oder Old Post, also Eulenpost. Ich würde zu Dobbys Warnung tendieren, weil das ist so das einzige, aber das kann eigentlich nicht das erste Kapitel gewesen sein, oder? Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, es ist Dobbys Warnung. Ich gehe einfach mal mit. Oh Gott, nein. The worst birthday. Na toll. At least the cake was better. Nice. Okay, Leute. Auf geht's. Ich mische noch mal so ein bisschen. Ich greife einfach so blind hier rein und ziehe eine raus. Komm schon. Und, oh, das könnte interessant werden. Das ist entweder Hundefutter oder Schokoladenpudding. Leute. Ich habe schon mal eine hiervon probiert und da hatte ich Hundefutter. Ich dachte mir mal, Sirius könnte das ja eventuell mögen. Ich probiere es einfach. Auf geht's. Das ist der Schokoladenpudding. Okay, sehr gut. Ich habe noch Glück gehabt. Also das Hundefutter war wirklich richtig eklig. Das möchte ich keinem empfehlen. Okay, machen wir mal weiter. What are the ingredients needed to make the Polyjuice Potion? Nein, ernst? Also was sind die Zutaten, die man für den Vielsafttrank braucht? Oh mein Gott. Wartet kurz. Oh Gott, wie soll ich das denn wissen? Ich habe keine Ahnung. Baumschlangenhaut, das weiß ich. Doch, ich glaube, ich krieg das zusammen. Weil ich musste ja im zweiten Spiel von Harry Potter, musste ich ja drei der Zutaten sammeln. Und das war Zweihornhorn, Baumschlangenhaut und noch irgendwas. Das dritte weiß ich leider nicht mehr. Aber gut, jetzt gucken wir mal. Lacewingflies, Leeches. Unicorn, ne, Unicornhorn brauchen wir auf jeden Fall nicht. Powdered Bighornhorn, das, also dieses Zweihornhorn, das könnte es auf jeden Fall sein. Flussgras, also Knotgras, was auch immer, Flaxweed, Shredded Boomslang, Skin, Bezoar braucht man dafür nicht, das ist Blödsinn. Acewing Flies, Powdered Bighornhorn, Flaxweed, Shredded Boomslang, a bit of the person you. Oh, das klingt gut, das klingt sehr gut. Was haben wir hier noch? Das ist wieder das Unicorn. Also es müsste eigentlich das hier sein. Weil da ist das genau drin, was ich brauchte. Diese Baumschlangenhaut, das Bihorn, also das Zweihornhorn und a bit of the person you want to turn into. Also ein Teil der Person, in die man sich verwandeln will. Und alles andere, da ist irgendwo was drin, was da nicht reingehört. Zum Beispiel hier dieses Unicornhorn. Man braucht ein Bighornhorn, kein Unicornhorn. Und das hier, da ist ein Bezoar drin. Das glaube ich nicht, dass das da reingehört. Also nehme ich das hier. Holy shit! Bäm! Why would anyone crush a unicorn's horn? Ja, genau, das ist eine gute Frage. Warum sollte man ein Einhornhaar zerstoßen? Wobei es ist ja nun mal eine bekannte Zaubertrankzutat, von daher. Gut, weiter geht's. What is the name of Hepzibah Smiths House Elf? Wer ist Hepzibah Smith? Wer zum Henker ist Hepzibah Smith? Winky ist der von Fudge, glaube ich. Also die kann es auf keinen Fall sein. Krumm, krumm ist Blödsinn. Hookie. Oder Hokey. Och nee. Also gut, einer von den beiden wird es sein. Ich weiß es nicht. Das klingt wie Hockey. Hockey glaube ich nicht. Hookey. Oh nein! Oh nein! Puh! Puh, Hookey. Ja, ist ja gut. Puh. Ich weiß gar nicht, was mit der eben Hauselfen passiert ist. Deswegen, puh, weiß ich nicht. Das ist übrigens ein Bild von Creature. Das stimmt nicht. Mann. Das ist ein scheiß Bild. So. Auf ein neues. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe Angst. Das hier könnte entweder ein Pfirsich sein oder Erbrochenes. Ich habe Taschentücher bereit, also keine Panik. Gott, habe ich Angst. Aber ich will das nicht. Ich will das nicht mehr. Das tut man nicht alles für seine Zuschauer. Okay.
Oh. Oh. Boah, ist das eklig. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Oh. Ah. Oh, das war kein Pfirsich. Das war definitiv kein Pfirsich. Also Huki war mir echt eine Herausforderung jetzt. Holy shit. Boah, ist das ekelhaft. Boah, das war definitiv Erbrochenes. Boah, ist das ekelhaft. Boah. Okay, ich möchte bitte nichts mehr falsch beantworten. Danke. Oh, ich muss noch was trinken, ey. Ich werde diesen Geschmack nicht los. Boah, ist das eklig. Okay, weiter geht's. Where was Madame Marsh traveling to via the night bus in 9? Der fahrende Ritter, 1993, als Harry von zu Hause abgehauen ist. Wohin fuhr Madame Marsh, die ebenfalls im fahrenden Ritter saß? Ich habe keine Ahnung. Diagon Alley, Hogsmeade, Godric's Hollow oder Aber. Hogsmeade kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass der fahrende Ritter dahin fährt, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, er müsste eigentlich überall hinfahren. Ich weiß es nicht genau. Diagon Alley. Da wollte Harry ja hin. Also, nee, glaube ich nicht. Godric's Hollow. Godric's Hollow könnte es sein. Oder Abergavenny? Abergavenny? Ich weiß es nicht. Godric's Hollow. Komm. Nein! Oh, Scheiße! Abergavenny war's. Ah! Oh Gott. Ah! Oh, Verzeihung. Was habe ich mir damit angetan? Okay. Auf geht's. Next one. Nein! Ich habe schon wieder so ein scheiß Teil. Ich nehme eine neue, okay? Weil ich hatte die Farbe schon mal, das ist langweilig. Warte. Kann ich bitte mal was anderes kriegen als immer nur die Farben, die ich schon mal hatte? Okay. Grün. Heißt, entweder ist es Limone oder es ist gemähtes Gras. Das klingt ja noch halbwegs human tatsächlich. Probieren wir es mal. Schmeckt nicht limonig. Oh, das ist das Gras. Boah, das schmeckt wirklich nach Gras. Boah, ist das seltsam. Boah, ist das richtig seltsam. Es ist nicht wirklich eklig, finde ich. Ich habe als Kind auch Pflanzen gegessen, so ist das nicht. Aber das schmeckt tatsächlich wirklich nach Gras. Das ist mega interessant. Wie schaffen die das, dass diese Bohnen so schmecken? Voll cool. Also, wie gesagt, es ist nicht wirklich eklig, es geht tatsächlich. Aber es ist auch nicht angenehm. Okay, Abergavenny. Headed to a tall bottle of gin, no doubt. Okay? Ich habe keine Ahnung, was das ist und wo das ist. Und deswegen. In what year did Lily and James Potter die? Danke, 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 danke. Das weiß ich. 1981. Too soon, ja. Aber danke, danke, danke für die Frage. Das wusste ich. What was the final score of the 432nd, 22nd Quidditch World Cup Final? Ich habe keine Ahnung. Boah, diese Antworten auch noch. Guckt euch das mal an. 170, 160, 180, 170, 160, 150 oder 170, 180. Also das letzte ist es schon mal nicht, weil ich weiß, dass Viktor Krum den Schnatz gefangen hat, aber Irland gewonnen hat. Fand ich mega gut. Das heißt, also, dass Bulgarien Minimum 150 Punkte haben müsste. Aber ich glaube nicht, dass die nicht ein einziges Tor gemacht haben. Wobei, ich glaube, ich würde das nehmen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss raten. Ich glaube, das hier sieht mir sehr sympathisch aus. Oh mein Gott, ja. Yeah. Oh mein Gott, ich habe geraten.
einfach nur geraten. Okay, nice, vielen Dank. What creatures are depicted on the Fountain of Magical Brethren? Also welche Kreaturen sind auf dem Brunnen der magischen Brethren, heißt eigentlich Bruder oder Bruderschaft oder sowas. Egal, ich glaube, das ist der Brunnen, der im Ministerium steht, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Ich gehe einfach mal durch hier. So, Muggle, Owl, Unicorn, Wizard and Witch. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Brunnen aussieht. Dementsprechend habe ich auch keine Ahnung, was da drauf ist. Wizard, Witch, Centaur, Goblin and a Muggle. Wizard, Witch, Centaur, House Elf and Muggle. House Elf. Ich glaube, Hauselfen sind auf dem nicht drauf. Weil Hauselfen sind, haben ja so einen Sklavenstand, mehr oder weniger. Ich glaube nicht, dass die auf so einem Ding drauf wären. Deswegen wahrscheinlich das. Wizard, Witch, Centaur, Goblin and Muggle. Vielleicht. Ich probiere es einfach mal. Ah, puh! Hauself, tatsächlich! Da ist ein Hauself mit drauf. Hauself. Muggles have no place in the magical world. Natürlich, oh nein. Ja, natürlich. Fountain of Magical Brethren. Natürlich hat dann Muggle nichts drauf zu suchen. Scheiße. Ach, puh. Ach. Ich krieg schon Pippi in die Augen, wenn ich nur dran denke hier. Oh, weiß. Weiß ist interessant. Weiß könnte entweder Kokosnuss sein oder eine Babywindel. Babywindel wäre auch mal interessant. Ich habe keine Ahnung, wie Babywindeln schmecken. Okay, probieren wir es. Das ist keine Kokosnuss. Ich habe keine Ahnung, wie die das hinbekommen. Wenn ihr das im Mund habt, dann habt ihr wirklich das Gefühl, ihr kaut auf einer Babywindel rum. Also ihr kennt ja diesen Geruch von Babywindeln, egal ob frisch oder vollgekackt. Ich meine, ich habe nie auf einer Babywindel rumgekaut, aber man kennt ja den Geruch. Und genau das schmeckt ihr. Das ist mega seltsam. Oh. Aber es schmeckt mehr nach frischer Babywindel tatsächlich. Also man hat nicht den Geruch so in der Nase von wegen vollgekackt. Oh. Ja, gut. Toll. Ich wusste es nicht. Mann. Gut, weiter geht's. Where did Fred Weasley die? Where? Heißt, wo ist er gestorben? In the Room of Requirement, heißt im Raum der Wünsche, in der großen Halle, im Hof oder außerhalb des Raums der Wünsche. Ich weiß, dass es irgendwo in Hogwarts war, also es war nicht der Hof. Die große Halle? Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt gekämpft wurde. Da wurden ja am Ende die Leute dann auch wirklich drapiert, die gestorben waren bei dieser Pause. Dieser kurzen Waffenruhe. Im Raum der Wünsche auf keinen Fall. Und outside the Room of Requirement könnte ja theoretisch überall in Hogwarts sein. Ich weiß, dass es irgendwo in den Korridoren war. Also könnte es durchaus outside the Room, also außerhalb des Raums der Wünsche gewesen sein. Also ich nehme an, davor, im 7. Stock irgendwo. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Das wäre wahrscheinlich jetzt das, was ich am ehesten nehmen würde. Ohne es jetzt wirklich hundertprozentig zu wissen. Ich nehme das jetzt einfach. Ja, RIP, Fred. Which ear did George Weasley lose? Also welches Ohr hat George Weasley verloren? Jetzt muss ich kurz überlegen. Der hat ja auf dem Sofa gelegen. So gelegen, da müsste das linke sein. Ja! Pardon? The drink of despair, the potion Dumbledore must drink to get the locket, is what color? Also dieser Trank, den Dumbledore trinken musste, als die in dieser Höhle waren, um an das Medaillon anzukommen. Dieses Getränk, das er da trinken musste, welche Farbe hatte das?
Black, Emerald Green, Blue Black oder Ruby Red. Also schwarz, Smaragdgrün, Blauschwarz oder Rubinrot. Also rot war es auf keinen Fall. Schwarz. Also im Film war es zumindest nicht schwarz, aber wir gehen ja nämlich an von den Büchern aus, deswegen. Gott, ich weiß es nicht. Schwarz kann ich mir nicht vorstellen. Blauschwarz? Blauschwarz klingt cool. Blauschwarz klingt auch böse irgendwie. Ich nehme es mal. Oh. Ach, es ist auch auf dem Cover. Es ist auf dem Cover drauf. Ja gut, aber ich habe nur die deutschen Bücher, meine Güte. Ist das hier auch drauf? Ich hab nur den fünften hier liegen. Scheiße. Okay. Das war Smaragdgrün. Dafür will ich jetzt auch bitte eine schöne grüne Bohne, die nach Limone schmeckt. Ich habe diese wundervolle Tutti Frutti Farbe. Heißt, es könnte entweder Tutti Frutti oder stinkende Socken sein. Und jetzt möchte ich bitte einmal was Gutes haben. Mann! Ach Mann, Scheiße! Ich will das nicht mehr machen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ah. Warum stinken schmeckende Socken? Ja, genau. Warum schmecken stinkende Socken so scheiße? Bah. Warum bin ich so unwissend? Warum? Also nach diesem Quiz werde ich mir auf jeden Fall die Harry Potter-Reihe noch einmal von vorne bis hinten durchlesen. Definitiv. Und mir alles merken, was auch nur in entferntester Weise unwichtig erscheint. Boah, ist das eklig. Wo ist meine Flasche? Gib mir meine Flasche. Ah. In Verbindung mit meinem Eistee schmeckt das jetzt noch beschissener. Oh Gott, ich muss gleich erstmal was essen, um meine Geschmacksnerven so ein bisschen zu neutralisieren, ey. Okay, gut, da war Smaragdgrün. Scheiße. Who does Harry conjure using the Resurrection Stone? Also, wen hat Harry mit dem Stein der Auferstehung zurückgebracht? Das kann ich beantworten. Dankeschön, da brauche ich nicht mal die Antworten sehen. Das waren seine Eltern, Remus und Sirius. Pettigrew, Peter Pettigrew, ganz bestimmt. Nee, nimm Fedora war hier. Lily, James, Sirius und Lupin. So, da bitte. Hier, nimm das jetzt an. Dankeschön. Oh, korrekt. What is the best series of books ever written? Harry Potter! Ich bin ein Halbblut. Ich habe 10 von 15 Fragen richtig. Das heißt, ich musste 5 Bohnen essen. Ich bin 5-mal fast gestorben. Nein, 4-mal. Die erste war, glaube ich, ganz gut. Oh, Half-Blood. Hit the books. You would get an E for your oaths. You're capable of simple unlocking charm, but struggle with any advanced form of magic. You shame a pure blood ancestry. Also, ich bin eine Schande für die reinblutige Seite meiner Familie. Ich kriege gerade mal so ein Alohomora-Zauber hin, aber alles, was darüber hinausgeht, kriege ich wohl nicht hin. Bin ich zu blöd zu? Und ich würde ein E. E? Was heißt ein E? Ich weiß es nicht mehr genau. Wäre in meinen Erwartungen übertroffen. Also, das ist die zweitbeste Note. Was will ich denn mehr? Okay. Leute, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Mir persönlich, ja, auf die eine Art und Weise schon, auf die andere eher nicht. Hier, so, was das angeht. Ist auf jeden Fall ganz interessant, kann ich jedem nur empfehlen. Und diese kleinen Böhnchen werden auf jeden Fall auch nochmal ein Thema in einem meiner Videos sein. Wenn ich jetzt wahrscheinlich demnächst auf der Konichi unterwegs sein werde, werde ich daraus eventuell auch noch ein kurzes Video machen. Wenn ihr das Quiz selber gerne machen möchtet, wobei ihr es ja jetzt eigentlich nicht mehr machen braucht, weil ich die Frage schon beantwortet habe. Ihr findet das Quiz auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Falls ihr irgendwelche anderen interessanten Quizideen habt, die ich vielleicht mal machen könnte, schreibt mir die ebenfalls gerne unten in die Comments. Vielleicht versuche ich es dann ja nochmal, aber erst die nächsten Tage wahrscheinlich nicht, weil ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr auf Bohnen. Ja, wie schon gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Gebt einen Daumen rauf, wenn ja.
Komm schon, ich habe mir wenigstens ein Däumchen verdient, oder? Mit meinem. Ich habe gelitten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Das Problem ist, die sehen halt, bitte fokussiere zurück, danke. Hallo. Es nervt. Los. Weil ich da ja dieses Dings, Bums, diese. Lasse erstmal alles fallen. Okay. Sekunde, kaum mal eben zu Ende. Kommen wieder so ein paar Outtakes zusammen, ne? Ich entblöße mich hier ein wenig. Mein Gott, jetzt muss er da draußen gerade die scheiß Mülleimer durch die Gegend schippern. Das google ich jetzt, warte kurz. Will ich jetzt wissen. Hepzibah Smith. Kann es ja nur bei Harry Potter geben eigentlich. Wer ist das? Ist eine, ups, steinreiche, wohlbeleibte alte Hexe, die sich mit einer blonden Perücke, rosa Gewändern, Schminke und Puder gern als attraktive, jung gebliebene Dame zurechtmachen lässt. Sie hat auch Verehrer, aber gut, okay. Jetzt weiß ich, wer das ist. Oh, ist das ekelhaft. Oh. Verzeihung. Das sind die Bohnen. Mich interessiert jetzt, wo das zu sehen ist. Hier steht's. Da haben wir es. Hab's gerade gefunden. Hier. Am besten wächst Madame Marsh auf, Stan. Wir sind gleich in Abergavenny. Ich weiß, dass ich schon wieder unscharf bin wegen dem Scheißbuch. Fängt er wieder mit seiner Mülltonne an, da unten. Diese Bohnen, es tut mir leid, wirklich. Sorry. Which ear did George Weasley lose? Würdest du bitte etwas leiser sein da draußen? Ich versuche gerade ein Video zu drehen, danke.